Und wir machen heute einen neuen Roblox-Account, aber dürfen nur die Farbe pink verwenden. Das heißt, pinke Haare, pinke Kleidung, pinkes Outfit, habe ich schon gesagt, pinke Kleidung, pinke Accessoires, pinke Schuhe. Ich habe das Video schon mal gemacht in einer anderen Farbe. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne an. Das ist hier oben eingeblendet. Das war mit der Farbe gelb. Aber da gab es leider nur sehr wenig Auswahlmöglichkeiten, weil aus irgendeinem Grund keiner die Farbe gelb mag. Jedenfalls machen wir das Ganze heute mit pink. Und ich bin sehr excited und es ist sehr früh für mich, deswegen bin ich hier voll einfach im Vergleich. Ich fühle mich richtig wach. Ich bin heute voll früh aufgestanden. Normalerweise schlafe ich so bis 2. Um 10 war ich wach. Ich bin dann los. Ich habe mir Frühstück geholt. Okay. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Jedenfalls, neuer Roblox-Account. Let's go. Sodala, neuer Account. Unser Geburtstag. Wann hat die Farbe pink Geburtstag? Pink wirkt für mich wie eine Aprilfarbe. Ich weiß nicht, was es ist, aber für mich ist es ein April. Unser Username. Das ist unser letzter. Pinky Pink ist schon weg. Pink Rosa Pink ist auch schon weg. Pink Rosa Pinky. So, Passwort habe ich jetzt eingefügt. Nicht gucken. Und Geschlecht. Ich würde uns eher als weiblich einordnen. Sign up. Es ist jetzt auf jeden Fall an der Zeit für Pinky, die... Nee, warte, wie hießen wir? Pink Rosa Pinky. Ein Outfit auszusuchen und ein paar schöne Haare und Accessoires und was es sonst noch alles Schönes im Roblox-Store für uns gibt. First things first, wir machen natürlich unsere Hautfarbe rosa. Honestly, ich finde es gar nicht so schlecht. Sieht ein bisschen aus wie ich. Sie hat ein bisschen meine Hautfarbe, will ich gar nicht lügen. Bin ich unzufrieden alles in allem, ist gar nicht übel. Von daher, ich habe mich übrigens versucht, hier farblich passend zu kleiden, damit ich natürlich auch pink bin, so wie auch der Roblox-Account. Der mainly pink Pulli, den ich hatte, ist tatsächlich Merch von mir. Falls ihr keinen Merch von mir habt, aber ihr hättet gerne Merch von mir, dann klickt gerne den ersten Link in der Beschreibung. Ich habe auch ein niegelnagelneues Design und am 1. Dezember kommt noch ein zweites, damit ihr vielleicht euch das zu Weihnachten wünschen könnt oder selber kaufen könnt oder was auch immer. Okay, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall... ich habe immer noch pink sortiert. Wir fangen mal an mit Accessoires. Ah, nee, Accessoires mache ich nach Haaren. Das heißt, wir fangen an mit Haaren. Oh, ich hatte mal pinke Haare selber. Ich liebe pinke Haare. Pinke Haare sind amazing. Ich darf natürlich leider nur die Farbe pink benutzen und keine andere Farbe. Deswegen zum Beispiel die hier unten in der Ecke, die blond-pinken Ombre-Mermaid-Haare, kann ich nicht nehmen, auch wenn sie mir super gut gefallen. Weil ist halt blond mit dabei und ich darf kein Blond machen, ich darf nur rosa. Wie stehen wir zu ihm hier? Magical Pink Hairstyle, sieht hübsch aus. Hat eigentlich nur pink und hellrosa drin, so wie ich das sehe. Von daher denke ich, die sind gut. Ich denke, die kaufen wir. Wir brauchen auf jeden Fall ein pinkes Oberteil. Es ist natürlich recht winterlich, von daher wäre vielleicht so eine Jacke gar nicht schlecht, dann brauchen wir natürlich noch was zum drunterziehen. Aber wir nehmen den hier. Honey Crop Pink Fur-Lined Cardigan. Let's go. Hell yeah. Der sieht super gut aus. Ich bin richtig zufrieden. Okay, dann brauchen wir noch eine Hose dazu. Oh, lass uns einen pinken Rock anziehen unter die Jacke. Ich weiß leider noch nicht, wie es alles aussieht am Ende. Weil ich es natürlich erst am Ende mit euch allen anziehe, damit wir die große Überraschung haben. Oh, ich liebe ihn hier. Sieht richtig hübsch aus. Kann ich leider nicht nehmen. Wenn der Gürtel nicht wäre, könnte ich es nehmen, weil das ist kein Weiß, das ist hellrosa. Wenn der blöde Gürtel nicht wäre. Gürtel, geh weg. Der ist hübsch. Den nehmen wir. Ballerina Puffy Skirt Pink. Der sieht super aus. Der sieht wirklich, wirklich super aus. Okay. Ich bin excited. Das passt auch, glaube ich, ganz gut zu dem Cardigan, den wir haben. Jetzt brauchen wir irgendwelche Schuhe. Pinke Schuhe, pinke Schuhe, pinke Schuhe. Ist leider nicht so einfach. Eigentlich gibt es doch Kategorie Schuhe. Keiner von den Schuhen ist durchgehend pink, das heißt, keinen von den Schuhen kann ich nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt auf Plan B zurückgreifen und wir holen uns einfach eine Hose. Irgendwas, wo ein paar Schuhe mit dabei ist. Eines von diesen klassischen Outfit-Dingern. Wir brauchen wirklich nicht viel, wir brauchen nur was, was sich nicht so sehr sehen lässt und wo ein paar Schuhe mit dabei sind. Theoretisch wäre das pink, aber ich hätte eigentlich gerne die Schuhe, den Rest nicht. Aber ich glaube, der Rest sollte verdeckt werden von Jacke und Rock. Dann suchen wir jetzt nach pinken Accessoires. Am besten wahrscheinlich irgendwas für die Haare. Die hier könnte ich nehmen, aber die sieht recht klein aus. Das gefällt mir nicht so gut. Wir können hier switchen auf die Miau Luxury Bag 3.0 Pink. Die gefällt mir ganz gut, aber die hat gelb dran. Das ist ein bisschen schade. Da können wir die nicht nehmen. Oh, ich liebe die Pompoms. Okay, wir nehmen die Pompoms. Die kaufen wir. Zack, buy now. Ich denke, dann haben wir vielleicht schon unseren Charakter, oder? Ich ziehe mal alles an und dann zeige ich es euch. Okay, darf ich vorstellen, pink, rosa, pink oder so ähnlich. Pink, rosa, pinky?
ist hier unser Charakter. Wie ihr seht, komplett pink, rosa, richtig süß mit den Pompons und danach den Zöpfen dahinter. Ich bin sehr zufrieden. Die Hautfarbe ist sehr blass. Die Hautfarbe blendet sehr mit dem Rest, aber ich denke, es ist okay. Ist ja irgendwo auch Sinn und Zweck der ganzen Sache hier. Von daher bin ich nicht unzufrieden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gut findet am Outfit und was ihr gerne getauscht hättet. Dann habe ich fürs nächste Mal Feedback, wenn ich so ein Video nochmal mache. Und natürlich könnt ihr gerne schreiben, welche Farbe ihr als nächstes sehen wollt. Und wir begeben uns dann mal in ein pinkes Spiel. Das pinkste, was ich finden werde auf ganz Roblox. Oh mein Gott, ich habe ein Spiel gefunden. Das heißt Pink Brookhaven. Das gucken wir uns an. Ich bin kleiner Brookhaven-Kenner, was soll ich sagen? Ich spiele jetzt, das ist wahrscheinlich mein meistgespieltes Roblox-Game. Von daher bin ich sehr gespannt, was Pink Brookhaven uns hier zu bieten hat. Wir spawnen, alles sieht erstmal relativ normal aus, abgesehen von uns natürlich, die recht pink ist. Bis jetzt sehe ich noch nicht allzu viel Pinkes, bis auf natürlich Welcome. Oh, jetzt lädt alles! Oh mein Gott, es sieht so cool aus. Guckt euch das an! Okay, es gibt ein Prinzessin Peach Trampolin, oh, in dem man in der Luft hüpft. Hoppala. Oh nein, man kann hüpfen. Alles ist rosa. Oh mein Gott, es sieht so cool aus. Okay, wir gucken uns natürlich die Schule an. Ich kann hier leider nicht sprinten. Das haben sie nicht übernommen vom normalen Brookhaven. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ansonsten, die Schule sieht identisch aus, aber draußen ist natürlich dann alles pink im Hintergrund. Gar nicht schlecht. Oh, das ist voll cool. Guck mal, hier ist so ein Karussell. Was sind das denn jetzt für Viecher? Warum kommen hier Zombies angerannt? Krise. Kann das fahren? Ich kann auf jeden Fall drauf sitzen. Okay, keine Sorge, Zombie-Freund. Ich bin einer von euch. Klar, ich habe eine andere Grundfarbe, aber... Oh, es gibt ganz viele pinke Autos. Oh, das sind auch andere Autos, als es eigentlich in Brookhaven gibt, oder? Den Audi kenne ich so nicht. Kann ich den klauen? Damn, der ist fast. Oh mein Gott, ich drifte. Ab durch die Zombies. Yay, let's go. Und am Karussell vorbei. Entschuldigung, ich meinte, ich wollte wenden. Ich kann mir hier kein Auto... Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht fahren mit dem Auto. Genug aber von pinkem Brookhaven. Wir sind jetzt im pinken Tower of Hell oder irgendeinem pastellpinken Tower. Wo eine Obby ist, die auch richtig, richtig cool aussieht. Okay. Und schauen uns hier das Ganze nochmal an. Einfach damit wir wissen, welche Spiele wir so spielen können als fellow pinke Gamer. Ups. Es tut mir leid, dass ihr meine Tastatur laut hört. Ich werde mir bald eine neue kaufen. Aber die kommt erst im April. Cool, gell? Aber ich habe noch eine Übergangstastatur. Keine Sorge. Ihr werdet nicht für immer Lärm haben. Aber ich wollte nur erzählen, danach gibt es eine neue Tastatur. Cool, gell? Die wird übrigens auch pink. Gar nicht schlecht wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen Obby übe. In meiner Freetime. Wenn ich nicht mit der Easy aufnehme. Damit ich irgendwann da sitzen kann. Und nicht mehr die ganze Zeit letzter werde, wenn ich mit dir spiele. Weil die Easy so viel besser ist bei Obbys als ich. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Du, 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 du. Klack, 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 klack. I'm sorry. Klack, klack. Habt ihr eine Tastatur, die klackt oder ist eure leise? Ich habe am Anfang, als ich die gekauft habe, vor so 6 Jahren, fand ich das richtig cool, dass sie so klackt. Da habe ich mich gefühlt wie der übelste Gamer. Da war ich so, boah, die kommen richtig mies. Dadurch, dass jede Taste, wenn ich sie drücke, 2-mal klackt, ist die halt saulaut. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich was tippe, ich der größte Tipper aller Zeiten bin. Aber dabei schreibe ich gar nicht so viel. Ansonsten war es mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, welche Farbe ihr noch sehen möchtet. Und ich habe, wie gesagt, neuen Merch. Unbedingt auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Guckt euch das neue Design an. Falls es schon nach dem 1. Dezember ist, gibt es sogar schon 2 neue Designs. Und bestellt es euch für Weihnachten oder wünscht es euch von euren Freunden, Familie, Verwandten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!